So habe ich mir meine erste Begegnung mit Lady Hellbender nicht vorgestellt. Ich auch nicht. Ich würde immer auf dich wetten, Muskelpaket. Versuch nicht, mir zu schmeicheln. Dein Leichtsinn hat uns allen Schande gemacht. Aha. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu... Das ist wieder so laut, ne? Zu einer weiteren Folge von... Guardians of the Galaxy. Ja, hier waren wir in der letzten Folge schon. Seid alle ruhig! Ja, das kennen wir auch. Perfekt. Ich finde das nicht perfekt. Es bedeutet, wir sind auf hier sind wir stehen geblieben. Direkt in einen Hinterhalt. Wenn wir davon wissen, ist es kein Hinterhalt mehr, oder? Ich hab's eingefroren. Und wieder ein Plan nach Schema F für die Wächter der Galaxie. Wir hätten Drax verkaufen sollen. Hellbender hat fast darum gebettelt, eine Nacht mit ihm zu kaufen. Mein Geschenk ist unverkäuflich. Die Hausplage schuldet uns 12.000 Units. 12? Wie kommst du auf 12? Der Preis für meine steigende Frustration. Was war das für ein Gestöhne hier eben? Ach, hier. Ich sag euch, das hier hätte Plan A sein sollen. Wer braucht denn geil einen Teil, aus, ne? Wenn er alles haben kann? Die Idee war, sie nicht zu berauben. Alle tief durchatmen, wir sind da. Ein Tresor wie versprochen. Und eine riesige verriegelte Tür. Überlass die mir. Ach, Achtung, Überfall! Ja, wir überfallen sie. Eine erledigt. Danke, Peter. Gute Arbeit, Peter. Weg da! Hey! Hier rauszukommen wird ein Albtraum werden! Das ist kein Albtraum! Wir sind eindeutig Waffen, Drax! Ah! Ich drück nach hinten und er springt sonst wohin! Herrgott! Dieses Spiel gefällt mir! Genau deshalb hätten wir es mit Bruce durchziehen sollen. Hört noch jemand auf die? Sie ist auf Endlosschleife. Na gut, machen wir mal das. Schlag ihn zusammen! Mit Freunden! Diese Höllenjungs liefern einen ordentlichen Kampf. Ich verstehe nicht, wie du ihr Geschlecht erkennst. Drax wieder. Das erinnert mich an die Kampfarena auf Sakara. Großes Risiko, großes Das kann man kaputt machen. Und es gibt keine bessere Entschuldigung als mit einem Haufen Units. Oh, scheiße. Vielleicht nicht so viel spielen. Doch noch der Berger gut. Der Lager hat ihn ausgehebelt. Oh, das hat aber auch gedauert. Frag, ich hab euch gesagt, dass ich weiß, was ich tue. Wir wussten, was wir tun. Du hast es vermasselt. Ach, da. Dann hätte sie mir mehr Respekt erweisen sollen. Ah, hier. Eigentlich gesehen. Ja. 50 weitere Judith-Nager. Ja. Noch haben wir es nicht geschafft. Diese Höllenjungs liefern einen ordentlichen Kampf. Man möchte fast meinen, die werden nicht gern ausgeraubt. Der Weg ist frei. Du bist dran, Rocket. Beeil dich. Natürlich, es gibt keinen Drei Schuss, Punkte. Zander, Keil. Drei Punkte. Dann werden wir jetzt erstmal das machen. Auge des Hurrikans. Ja, freischalten. Ich benutze sie gar nicht so oft, ne? Aber das kriegen wir dann noch raus. Das kriegen wir irgendwann raus. Kann. Mit jeder Minute, die das dauert, steigen deine Schulden. Kein Stress. Genies darf man nicht hetzen. Genies. Alle Hellraisers zum Haupttresor. Ich könnte mich auch beeilen und das Beste hoffen. Oh. Was war das denn jetzt wieder? Hä? Solange wir können.
Meine Klingen werden müde! Bleib da drüben, Rocket! Oh, gut, danke, Quill. Wie geht's dir? Ich muss mich konzentrieren, verdammt! Ich drücke zur Seite, du mich abgelenkt hast! Angriff in Kürze! Hä? Ich finde nichts raus, wie ich den verletzen kann! Haltet sie von Rocket fern! Warum konnte ich das eben nicht auswählen? Ich verstehe es manchmal nicht. Mach sie fertig, Crash! Begrüße den Tod! Ich schaff das! Hab ein bisschen Vertrauen! Ich bin gut! Ja, hat er Magnet drin oder was? Ja. Ah, hier. Was kann ich denn hier machen? Hä? Nein. Wir haben eine Verschnaufpause, Groot! Das war jetzt verschwendet, ich weiß. Wir haben uns in eine Ecke treiben lassen. Fünf auf sie, Großer! Ich muss mich konzentrieren! Ja, toll, das hat ja gut funktioniert. Hör doch mal auf! Warum geht denn das scheiß Menü nicht weg? Es geht nicht! Da muss ich's doch ausschalten können! Hier! Aber was soll denn dieser Quatsch? Was ist das für ein Blödsinn? Und jetzt geht's! Deine Klingen werden müde! Wir tauschen trotzdem nicht die Plätze! Wir müssen mehr Druck machen! Ey, was ist denn das? Ah, die haben ja nichts gefixt gekriegt hier. Ich schaff das, hab ein bisschen Vertrauen. Groot, schnapp sie dir! Haltet sie von Rocket fern! Ich bin nicht schuld, wenn er angekratzt wird. Wieder ein Kuttenträger in den Staub gezwungen! Und auf! So. Also, ich schneide mein Gemecker ja raus, aber ich finde es ein bisschen schade, dass sowas... Das kann doch nicht sein. Wieso, wenn die Funktion nicht geht, warum kann ich denn da nicht einfach raus? Es ging nicht, egal was ich gedrückt habe. Gamora, keinen vom Team töten! Und wieso nicht? Weil es in deinem Vertrag steht! Ich habe sowas nicht unterschrieben! Ich bin gut! Er ist ein Risiko, komm. Peter! Reiß dich zusammen! Sag die meistgesuchte Frau der ganzen Galaxie! Und die tödlichste! Ja, von mir aus! Wie wär's einfach mit Dankeschön, Rocket? Weil du uns fast umgebracht hast? Weil ich uns in den... armseligsten Safe der großen Magellanschen Wolke geführt habe? Du hast gesagt, hier sind Schätze! Galarin-Schädel sind kostbar. Aber für uns sind sie wertlos. Leute! Wir brauchen einen Plan! Jawohl! Meine Arme werden ein wenig müde. Nicht schlapp machen, Drax. Gamora, hilf ihm! Rocket und ich suchen nach irgendwas Wertvollem. Groot, mach nichts kaputt! In diesen Misthaufen kann doch nicht nur Schrott rumliegen. Ich bin Groot. Okay, das ist mehr als nichts. Aber viel weniger, als wir schulden. Na also, nicht genug, aber langsam wird's. Na, das will ich meinen. Doch kein so schlechter Plan. Aber auch nicht gerade ein guter. Okay, das deckt wenigstens unsere Strafe. Wieso aufhören? Nach allem, was sie uns angetan hat, sollten wir hier ausräumen. Was sie uns angetan hat? Es reicht. Ach, scheiße. Peter Quill! Jetzt ist plötzlich Ruhe. Ruhe wie Ruhe nicht und Entspannung gut. Oder wie Ruhe in Frieden? Definitiv Letzteres. Drax, bitte sag, dass du uns nicht eingesperrt hast. Ich habe gar nichts gemacht. Man könnte fast sagen, ich bin beeindruckt. Die Waldkreatur hat mehr Biss, als ich ursprünglich angenommen habe. Genieß die Schätze in meinem Tresor, Wächter.
Denn sie werden das Letzte sein, das ihr jemals zu sehen bekommt. Was für eine Schande, mein Clintaria-Gas an solch unwürdige Eindringlinge zu verschwenden. Wenn ihr schmelzt, dann bitte nicht über meinem Galeran-Schädel. Wir müssen irgendwie hier raus, sofort. Der ist kostbar und sehr schwer zu reinigen. Oh Mann, und dann geht es mit einmal. Wird sonst noch jemanden brennen? Also überall? Clintaria-Gas löst organische Materie auf und hinterlässt nur schleimbedeckte Knochen. Dann sollten wir abhauen, solange wir noch Organe haben, um das hinzukriegen. Wir müssen die Lüftung schließen, sonst strömt weiter Gas ein. Friert die tödlichen Schächte ein, Peter. Hey, ich hab ja, noch das ein paar ist eine Units gute Idee. Gefunden. Suchst du gerade ernsthaft nach Geld? Oh toll, das ist eine scheiß Idee. Den Visor, Quill. Ich will nicht als Fleck auf dem Boden dieser Braut enden. Ja, und der nützt mir nichts, wenn ich überall hängen bleibe. Benutzt den verflagten Visor! Ich bin doch schon dabei, du Spinne! Ah, das war der falsche. Jetzt sagt keiner mehr was. Drachengötze. Ah, hier ist noch Geld. Ja, jetzt kriegt man... Sie bleiben nicht gefroren, Quill. Wenn du nichts dagegen hast, wogegen? Oh, hör doch mal auf mit deinem Scheißgescanne! Ich betätige das nicht, das ist ja das Problem. Da. Hinter dieser Wand ist ein Ausgang! Darf ich? Da kommst du mit bloßen Händen nicht durch! Wir brauchen etwas Schweres! Den ollen Schädel. Oh, wo ist denn jetzt hier noch eine? Ich raste aus hier. Da. Der ist eingefroren. Groot hat recht. Eins dieser Lichter wäre bestimmt schwer genug. Was? Was wäre jetzt schwer genug? Ich meine, ich habe hier Stress. Eins der Lichter. Was denn? Hier kann man nichts auswählen. Hier, nimm den Scheißschädel. Ach. Ja, ich hab's ausgeschalten. Ich hab gleich wieder gedrückt. Da. Was wollen wir denn nehmen? Ach, jetzt geht er schon wieder los. Da oben. Wo denn noch? Ich sehe die nicht. Oh, das ist doch ein Dreck hier. Vor allen Dingen... Es wird ja nichts angezeigt, was wir hier aktivieren können. Ach, nun lauf doch mal schneller, das ist kein Laufen. Ich hier. Geht nicht. Das ist so dämlich. Sieh auf deinen Kompass. Oh, 10 Meter. Ne, es ist einfach nur albern. Was meint ihr hier? Sieh auf deinen Kompass. So.
So, 9 Meter. Ja, es ist... Ich weiß immer noch nicht, was wir nehmen sollen. Es gibt ja hier auch keine Symbole, gar nichts. Nichts kommt. Hier muss doch irgendwo ein Y kommen oder irgendwas, dass ich das auswählen kann. Das tut's einfach nicht. Aber klar. Ich weiß immer noch nicht, was ich nehmen soll. Info anzeigen. Hier. 11 Meter. 9 Meter. Wo ist er denn? Da oben. Ach Mensch. Brich aus dem Tresor. Es ist... Ach, da oben! Och, Spiel! Ah. Wo? Wo? Da. Da oben. Ah. Och. Gamora, könntest du eins dieser Lichter losschneiden? Es ist einfach nur dämlich, ne? Das hat mich damals schon geärgert. Ah. Das war unbezahlbar. Ja, das ist auch unbezahlbar. Wo ist denn der? Worauf wartest du, Quill? Lass Muskelpaket das Ding werfen. Außer du willst es selbst machen. Ach. Das kommt immer wieder dazwischen, ne? Ja, kann ich jetzt, muss ich das jetzt hier machen? Sonst kann man das ja hier auswählen. Dann ist da ein Y und so weiter. Muss ich ihn jetzt angucken? Ah, jetzt geht das wieder los. Drax, Schleuder ist direkt durch die Wand. Ja, es ist so dämlich. Ich meine, das ist irgendwo, finde ich das sehr inkonsistent von der Steuerung her. Und los, Leute! Ich hoffe, du weißt, was du tust! Dann sind wir schon zu zweit! Ja, das gleicht's denn wieder aus. Jetzt ist aber dunkel. Geht es allen gut? Gamora, Drax! Ich lebe noch. Meine Epithelschicht ist intakt. Rocket, Groot, wo seid ihr? Oh, Flark. Sieht jemand, wo es hier rausgeht? Ich sehe da drüben ein helles Licht. Okay, geh nicht drauf zu. Wächter der Galaxie! Wie viele Male muss ich euch denn noch umbringen? Halt sie hin, Peter. Eure Dreistigkeit, zu glauben, dass ihr mich berauben könntet. Fürs Protokoll, nicht alle waren mit dem Plan einverstanden. Danke, Quill. Wirf mich doch gleich ihren Monstern zum Fraß vor. Wisst ihr, was ich mit den letzten Verrätern gemacht habe, die dachten, ich wäre eine leichte Beute? Du hast sie gehen lassen? Kein Ausgang, wir sitzen in der Falle. Lady Hellbender, lasst uns das ehrenhaft regeln. Ich stelle mich euch im Zweikampf. Ehrenhaft, sagst du? Dieses Angebot kommt leider ein wenig zu spät, Zerstörer. Es gibt kein Entrinnen vor meinem Zorn! Sieht geil aus. Damit kann ich leben. Ich nicht. Dweller! Das Festmahl wartet! Und da kommt gleich ein Vieh raus. Hier ist sogar der Schleim. Dweller in Darkness. Okay, das ist ein wahres Monster. Dann machen wir es richtig tot. Team Grün, nagelt diese Tentakel fest, wenn sie in der Nähe sind. Schießt einfach weiter auf sie. Ich
müssen diesen Gegner Glied für Glied fällen! Verflucht sollt ihr sein! Ah, ich hab nicht aufgepasst. Die Bestie ist eindrucksvoll! Können wir es erst erledigen und dann bewundern? Du musst brechen, mein Lieber. Dann mach das doch nicht mit deinem Monster, wenn du es so gern hast. Angriff! Vernichte sie! Ohne Arme wird er nicht mehr so unterlegen sein. Oh. Jetzt attacke hier! Ja. Mann, ich drücke! Das dauert auch viel zu lange. Da liegt der Nächste. Hol sie dir, Tiger! Du bist als Futter für meinen Queller unwürdig! Jetzt wissen wir, welche Art von Monster Hellbender macht! Die Art, die uns trifft! Caesar, es saugt diesen Schleim auf! Nein! Nicht schon wieder! Aha, es saugt diesen Schleim auf. Du hast genug mit ihnen gespielt! Bring's zu Ende! Ich kann nichts machen. Mich nur angreifen lassen. Vorsicht vor Dornen auswüchsen! Das musst du mir nicht zweimal sagen! Los, auf sie! Überrenne sie, mein Lieber! Er schießt gar nicht erst! Zerstört seine Innereien! Nur ein allgemeiner Rat fürs Leben! Du weißt nicht, mit wem du dich angelegt hast, Lady! Wir sollten vielleicht noch nicht feiern! Hab ein Y. Sie wird das sicher nicht durchgehen lassen! Es wäre unehrenhaft, so eine Kränkung zu verzeihen! Vernichte sie, mein Lieber! Jetzt! Überwältige sie! Vernichte sie! Los, auf sie! Nun mach's doch! Alles in Ordnung? Jetzt! Angriff! Oh. Steh auf, Großer! Jetzt stellt euch doch nicht da immer rein! Die Bestie muss sich von diesen Galan-Kreaturen ernähren. Das ist ein geringer Toast-Drax. Jetzt! Sag mal! Vernichte sie! Überrenne sie, mein Lieber! Komm schon, gib mir nur einen! Du meinst einen Schnitt! Vernichte sie, mein Lieber! Verflucht soll dir sein! Dweller, du bist verwundet! Es darf sich nicht heilen, Quill! Verflucht soll dir sein! Einen hat er noch, ne? Ja, wird eine etwas längere Folge, aber das kann man jetzt ja schlecht trennen! Los! Ich drücke zur Seite, er springt nach hinten. Cool. Das mag ich. Attacke! Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt hier was abziehe. Nee, anscheinend nicht. Vernichte sie! Aha, jetzt ging's mal wieder weg. Das habe ich vorhin aber auch gemacht. Ja, du wirst durchkommen. Und jetzt mach weiter. Hier. Pack deine Sportbomben aus! Los, auf sie! Wie fühlt sich das an? Ich hab's geahnt! Attacke! Sieht
aus, als brauchst du Hilfe! Ah, nun geh doch mal beiseite! Jetzt! Angriff! Kann man nicht einfrieren. Die stellen sich aber auch wirklich an, alle beide hier. Alle vier, alle drei, alle vier, alle vier, alle vier. Komm schon, du Riesen-Oktopus! Wir werden dich in winzige Stückchen schneiden. Man sieht doch, wo er hinspringt. Die braucht doch bloß ausweichen. Überwältige sie! Vernichte sie, mein Lieber! Was jetzt, Peter? Vernichte sie! Ich will ein Darkness. Leute, Gruppe bilden! Ach so. Ich weiß, als würden sie wollen, dass ich sie hochjage. Und ich muss zugeben, immer wenn sie zerplatzen, gibt's ein wirklich hübsches Muster. Wir können heute nicht verlieren, Quill. Jetzt malen wir das Schlachtfeld, Rocket. In unzähligen Schattierungen. Aber wenn wir zu aufgeregt sind, dann wird dieses Fest der Liebe, diese prächtige Euphorie, mit einem Mal verschwinden. Wer ist dabei? Heute bin ich der Zerstörer. Ich schnupp... Jetzt! Attacke! Lobenswerte Bemühungen! Ach so! Du lohnst mich! Jetzt! Angriff! Vernichte sie, mein Lieber! Mensch, nun bleib doch mal an! Was ist denn jetzt wieder los? Jetzt ist das wieder... Oh. Schneid sie in Streifen! Irgendwann die letzten Worte! Das war eben wieder total sinnlos. Die Bestie muss sich von diesen Galan-Kreaturen ernähren. Solange sie sich nicht von uns ernähren. Ich weiß nicht, wo ich rauf schießen soll. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Das sind schon ein paar mehr. Du weißt nicht, mit wem du dich angelegt hast, Lady. Wir sollten vielleicht noch nicht feiern. Sie wird das sicher nicht durchgehen lassen. Eure Leben sind verwirrt. Ah, nun schieß weiter. Oh, das dauert ewig. Das dauert echt ewig. Lobenswerte Bemühungen, Lady Helga. Ah, ich hab mich dumm angestellt. Ich glaube nicht, dass Sie das noch interessiert. Die Bestie muss sich von diesen Galan-Kreaturen ernähren. Sie darf sich auf keinen Fall erholen. Vernichte sie. Energie scheinen wir ja ohne Ende zu haben. Aber guck mal. Genug Probleme. Guck mal, der rote Balken ist fast weg. Jetzt! Attacke! Meine enorme Stärke wird zu wenig eingesetzt. Rocket, entsichern und los! Komm schon, gib mir nur einen Schuss! Du meinst einen Schnitt? Wir kriegen gleich neue Probleme! Nein, alles los, gut. Auf sie! Vernichte sie, mein Lieber! Scheiße. Vernichte sie! Oh, und die stehen da jetzt. Und ja. Attack, was? Nein! Ja, ja, ja. Heile dich selbst! Seht doch, es saugt diesen Schleim auf! Na, endlich! Dweller! Was haben Sie dir angetan? Ja, das ist ein bisschen... Jetzt ist Schluss! Lass Feuer auf sie herabbringen! Boah, das wird eine lange Folge. Die Dinger sind hot und heavy! Das ist egal! Sie könnten nützlich sein! Nützlich, wenn du da abwerfen willst! Bereit! Überrenne sie, mein Lieber!
Okay, letzter Gang. Schlechte Wortwahl. Jetzt. Überwältige sie. Sie sind zu heiß, du wandelnder Holzbein. Dieser Kern wird hochgehen. Was glaubt ihr denn, was ihr da macht? Das Ding kriegt bestimmt Mördersuchtbrennen. Das ist seine geringste Sorge. Wie viele Leben hat dieses Ding? Das ist meine hässliche Weltraumkatze. Da kommt wieder der nächste. Über, es gibt immer noch mehr Feuer! Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache, aber. Dann lasst uns das Ding auf Eis legen! Ich hab dir dann. Ich wollte seinen Darmausgang versiegeln, hat nicht ganz funktioniert. Guck das Ding, geschmolzene Kerne! Es ist verzweifelt! Bombe! Flock, die Dinger sind scharf! Es ist nicht zu spät, die Sache abzublasen! Sprich für dich selbst! Ich will Rache! Das Ende naht, wenn die Hellblätter! Sprich nicht meinen Namen aus! Achtung! Gekühlt könnte der Sprengstoff nützlich sein! Sie sind zu heiß, du wandelnder Holzbalken. Endlich. So, und nu? Leute! Wir haben es geschafft! Frau Hellwender? Sie leben! Bringt mir Nöscher! Schnappt euch alle ein Bike! Ja, nächste Folge. Tschüss!